Sie geht ja schön die Knie, ja. Liara! Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Ihre Truppen sind erbärmlich. Ich hätte mehr von Azari-Truppen erwartet. Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Wie die Azari auf Pheros? Auf Pheros sind wir Shiala begegnet. Sie hat uns von der Indoktrination durch die Sovereign erzählt. Es ist schrecklich, in seinem eigenen Verstand eingesperrt zu sein. Von innen an das Glas zu hämmern, während die eigenen Hände quälen und töten. Ich war machtlos. Nichts als ein Instrument in Sarens Händen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie verliert man ein Portal? Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Sagen Sie es mir. Sagen Sie mir endlich, wo das Mu-Portal ist, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Selbstverständlich, Commander. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb! Sterb! Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Verräterische Worte. Warten Sie, wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein, er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Thank you.
Wir sind aber noch nicht fertig. In den Sicherheitslaboren lösen. Die Materialien ist kein Problem mehr, aber die Rachen in den Hochsicherheitslabors sind noch immer eine Gefahr. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Identifizieren Sie sich. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben, die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Sind Sie eine Art Anführerin? Haben Sie Ihren Leuten befohlen, das Wissenschaftsteam zu töten? Nein, wir wurden hier eingesperrt. Die Kinder sind jenseits unserer Gesänge. Wir haben sie an die Stille verloren. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur... Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich werde sie zu gern töten. Ich bin mehr als bereit, sie zu töten. Solch Missklang verheißt nichts Gutes für das, was wir hier tun müssen. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Commander, ich traue dem Vieh nicht. Wir wissen, dass seine Art Killer sind. Der Tank ist voller Säure. Ich schlage vor, ihn zu nutzen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ihre Pläne? Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein! Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Ihr Überleben? Sind Sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen.
Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. So, Entschuldigung für den kleinen Schnitt. Ich habe mich müssen informieren. Und zwar, wenn wir sie töten, das kommt jetzt immer darauf an, töten wir sie oder töten wir sie nicht. Prinzipiell so oder so, wie wir uns entscheiden werden, ist der Rat einmal nicht einverstanden mit der Entscheidung, die wir treffen. Wenn wir sie freilassen, wird sie später in Teil 3, was ich noch gelesen habe, wieder auf uns treffen. Sie wird zwar eine starke Verbündete sein gegen die Reaper, das wirst du dann später erst noch sehen, wie es dazu kommt. Was aber ein großes Problem in sich birgt, sie wird in Teil 2 einen Begleiter von uns töten. Das habe ich gerade noch gelesen, das wirst du auch erst sehen, falls du das Spiel noch nicht kennst. Und wie es zu den Reaper kommt, das wirst du auch noch alles sehen und hören. Wir werden sie jetzt töten. Genau. Machen Sie Ihren Frieden mit der Galaxis. Die Rachni sind eine tote Rasse. Ist unsere Art so furchterregend? Ihr würdet unser ewiges Schweigen vorziehen, wenn ihr unsere Lieder nicht dämpfen könnt, wenn ihr uns nicht als eure gehorsamen Klauen haben könnt. Ich hab die Liara jetzt nicht verstanden. Jetzt und doch ist Xbox 360 Original spielen müssen, weil das war nämlich voller frei. Halt die Klappe und stirb. Auf der einen Seite ist sie dann im dritten Teil wieder eine super Hilfe gegen die Dingsbums. Es ist eine schwierige Entscheidung, ich weiß es nicht. Es kommt jetzt im ersten Teil kommt nämlich noch eine Entscheidung, die es treffen muss. Die hat auch Auswirkungen. Weißt du was? Scheiß drauf. Nein, ich kann das nicht. Ich werde sie freilassen. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Ich glaube, es sind schon zu viel gestorben. Problem in den Hochsicherheitslaboren, oh Gott. Aber die Rachen in den Hochsicherheitslaboren sind noch immer eine Gefahr. Ja. Das machen wir das nächste Mal. Also wie du siehst, die Reise wird noch kompliziert. Ja. Haben wir Erfahrungspunkte, irgendwas? Ein bisschen was fehlt noch. Oh Gott, das Spiel stellt dich noch vor Entscheidungen. Wow. Wow, wow, wow. Kurz noch Blick. Karte, wo sind die Hochsicherheitslabore? Da ist der Sicherheitsbereich.
Zug. Da ist das. Das müsste ja da irgendwas sein. Karte. Ja, das ist der richtige Gang. Weißt du was, das machen wir noch schnell. Kann ja nicht mehr so lange dauern eigentlich. Was denn? Ich hab das letzte Mal gespielt, das ist ja schon ein paar Jahre her. Das muss man halt immer wieder verzeihen. Ich meine, ich weiß auch was für Ende, dass ich hier arbeiten will. Aber bei 16 Enden ist das nicht so einfach. Sicherheitslabor, es muss da sein. Achso, Trottel. Oh Gott, ich sag das. Entscheidungen über Entscheidungen. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wenn Sie Ausrottung meinen? Wenn Sie mit sichern meinen, erschießt jedes Monster, das ihr seht, dann ja. Ich bin mir sicher, dass Sie erregt sind. Aber was hier passiert ist, ist allein unsere Schuld. Verstanden? Sie haben sie freigelassen. Sie haben die Viecher rausgelassen? Ich befolge nur meine Befehle. Binhex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Ich hätte es zerschmettert. Sie haben es ausgebrütet, das Ei war uralt. Sie haben ein 1000 Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Ich weiß nicht, ob ich das als Wunder bezeichnen würde. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Was ist mit einem Männchen? Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Ihr Experiment ist gescheitert. Sie von ihrer Mutter zu trennen hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Uns läuft die Zeit davon. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Ach, ich wäre auch lieber woanders. Aber das Mira-System wird sie nicht gehen lassen. Es ist pannensicher, verstehen Sie? Wenn Sie gehen, ohne die Rachni eliminiert zu haben, könnten Sie sich verbreiten. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, wenn wir uns auf die Neutronenreinigung einlassen, hilft ja nichts. Das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie löse ich die Reinigung aus? Wie aktivieren wir die Reinigung?
Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Ja, toll. Vertraue nichts und niemandem in diesem Spiel. Den konnte man da... Bläh. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Mei, schade, ich hab's wieder nicht gespeichert. Unverständliches Murmeln. Gekommen. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Boah. Gut, Mädels, haben wir auch. Wir haben genug Zeit verloren. Tagebuch, Mission erfüllt, Röhre finden, Wormeyer. Sehr gut! Maravenicia ist tot, bla 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 bla. Sehr gut! Auch das ist erledigt. Sehr schön! Jetzt können wir zurück zur Normandy. Karte. Da ist der Zug. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Natürlich. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander.
Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Soll ich mal raten? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Boah. Ich speichere da jetzt einmal. Du wirst sicher wissen, wie es jetzt weitergeht, oder? Das kann ich dir jetzt ganz genau sagen. Ich habe mir da meine Gedanken drüber gemacht. Und zwar, wir werden, machen wir es so, Tagebuch. Das steht sowieso einmal auf unserem Speiseplan. Pharos, Noveria, Homer. Artemis Taucluster werden wir uns anschauen. Und zum Schluss von dem ganzen Scheiß werden wir Wurmeier machen. Aufträge. Wir werden noch die Proben untersuchen. Das machen wir. Das machen wir. Die zwei Nebenmissionen. Danach werden wir nochmal mit der ganzen Crew reden. Werden die Crew ausrüsten, so wie wir es brauchen. Und dann geht's auf Wurmeier weiter. Und auf Wurmeier, wenn du das Spiel nicht kennst, wird viel geschehen. Wird sehr viel geschehen. Genau. Und dann kriegst du auch, wenn du das Spiel nicht kennst, mal einen Einblick in das Thema Sovereign. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.